So. Das ist jetzt wahrscheinlich mit eines der längsten zusammengefassten Videos, die ich machen werde. Hat aber auch seine Gründe. Okay, fangen wir mal an. Chris an Weltreise-Logbuch. Tag 59, 60, 61 und 62. 4 Tage, ziemlich heftig. Hat aber auch seinen Grund, weil erstmal den Tag, als ich zurückkam von Huani Potosi, war ich super krass müde, weil, wie gesagt, wir sind um 1 Uhr aufgestanden, gewandert und ich kam dann quasi zurück ins Hostel und war super müde, war richtig, wirklich müde. Hab den ganzen Tag gepennt. So, das war's eigentlich auch schon vom Tag 59. Weiter gibt's dazu gar nichts zu sagen. Tag 60. Ab und zu auf Klo gehen, eieiei, was denn da? Am Abend davor noch einen Salat, Chicken-Salat gegessen und den dann ausgekotzt. Magengegend fühlt sich schlecht an, gekotzt. Was los? Scheiße, genau. Ich bin krank. Und genau dasselbe Muster wie zuvor auch. Der erste Tag war furchtbar. War wirklich absolut furchtbar, weil, ja, kotzen, kacken gehen, Dennis, echt scheiße. Ja, den ganzen Tag im Bett verbracht, Wasser getrunken, bla bla. Den zweiten Tag habe ich dann gesagt, ich wechsle das Hostel schräg gegenüber. Ist jetzt 1-2 Euro teurer gewesen, aber dafür ein bisschen ruhiger. Und aber da dasselbe Spiel, halt den ganzen Tag im Bett verbracht und auskuriert. Wasser getrunken, viel Wasser trinken, Tabletten nehmen. Das Blöde war, ich hatte von den Tabletten, die ich damals in Samarpate genommen habe, da habe ich 5 oder 6 genommen. Die Packung hatte ich aber an anderen Deutschen verschenkt. Ungefähr 5 Tabletten, weil der auf dem Huani Potosi, also 6000 Meter Berg, ein bisschen dünnes hatte und ja, wie auch immer. Die anderen Tabletten, die ich genommen habe, die haben nicht geholfen. Also ich, während der 2 Tage, kann ich schon mal vorwegnehmen, habe ich 10 Tabletten genommen und die haben nichts, hat sich nichts verändert im Stuhlgang. Immer noch regelmäßig drauf, bla bla. Naja, aber die anderen Tabletten, die Kapseln, die waren dann ein bisschen besser. Und auch in dem neuen Hostel war es dann so, dass ich gedacht habe, naja, am ersten, also nach einem Tag dann, wo es richtig schlimm war, und am zweiten Tag ging es ja, also ja, normaler Stuhlgang, aber jetzt nicht, ging es mir jetzt nicht mehr ganz so schlecht, so von wegen Fieber oder so, komisches Gefühl. Dachte, ich kann so einen Joghurtdrink nehmen und war dann fehl. Dann war ich auf Klo, ja, ne, groß und ja, musste dann gleichzeitig kotzen. Und dann muss man sich das vorstellen, hinsetzen, groß kotzen, hinsetzen, groß kotzen. Es war so ein Wechsel, super lustig, musste irgendwie auch total lachen. Und wenn dann so der Bananenshake oder der Fruchtjoghurt dann da rauskommt, ist dann auch so ein unangenehmer Geruch irgendwie. Na egal. Tut auch gar nicht zur Sache. Dritten Tag, Tag 61, genau wie vorher, immer noch krank. Das Problem oder das Gute war, ich sollte eigentlich dann eine 4-Tagestour machen in Richtung Peru. Aber in Bolivien streikt der Bus. Und das nicht nur ein Tag, sondern 2 Tage. Tag 61 und Tag 62. Genauso war es dann. War zum Teil vorteilhaft, weil ich dann halt mich noch auskurieren konnte. Und zum Teil nachteilhaft, weil ich dann noch weitere 2 Tage dann halt in Bolivien bei der La Paz stecken bleibe. Und ich muss auch sagen, dass La Paz mich dann auch schon ein bisschen nicht angekotzt hat, aber ich wollte einfach weiter. Ja, genau. Und was mir auch noch aufgefallen ist in der Krankenzeit, ich habe enorm viel abgenommen, also durch diese zwei Krankheitsfälle, wo ich jeweils 3 Tage wirklich fast nichts gegessen habe, habe ich wirklich viel abgenommen. Und es besteht auch so eine kleine Angst danach, also nehme ich einfach vorweg mal mit der Krankenzeit, was man denn isst und
Ja, man überlegt sich das dann zweimal und dann steckt man vielleicht zurück, so, ach nee, jetzt esse ich mal nichts oder, ah ja, ist halt nicht so gut. Aber das hat sich dann auch wieder eingeschränkt. Irgendwie ist die Position dann auch nicht so angenehm. Ich weiß, lauter sprechen, in die Kamera sprechen. Was gibt's noch? Tag 62. Auch im Hostel dann verbracht. Ab und zu dann halt mal ein bisschen am Computer was gemacht, aber halt auch keine richtige Lust gehabt. Wirklich, ich habe wirklich viel geschlafen und schon den zweiten Krankheitsfall war halt nicht so schön. Ja, Leute, ich weiß nicht viel zu erzählen für den vier Tagen, aber da muss man durch. Bei den Krankheitsfällen und ich denke doch mal, oder ich hoffe doch mal, dass ich in Peru hier nicht mehr so oft krank werde. Okay, ja, das war's dann soweit. Ich wünsche euch einen schönen, angenehmen Tag. Wahrscheinlich seht ihr dieses Video erst im Sommer. Nein, ja, doch. Genau, so, ich laber nicht weiter drumherum. Geht ja nur auf meine Upload-Zeit. Schönen Tag euch noch. Und ich hoffe, ich muss so ein langes Video nicht nochmal zusammenfassen. Aber dafür gibt's rundherum, also vor und nach der Krankheit, super viele Erlebnisse. Also, bis dann. Schöne Grüße.